Herzlich willkommen zurück zu Folge 2 des ersten DLCs zu Far Cry 5. Wir haben eben dieses Camp hier eingenommen. Hat er gerade den Bogen durchgeladen? Naja. Und wollen jetzt weiter gucken. Ich habe leider. Entschuldigung. Jetzt musste ich ja mal husten, richtig. Entschuldigung. MP-Munition, Schrotgewehr-Munition, okay. Wir haben leider erstmal keinen weiteren Zielpunkt auf der Karte, also nur hier ganz rechts. Also da müssen wir hin. Aber ich vermute, wenn wir jetzt einfach hier mal rauslaufen, den Weg weiter langlaufen, natürlich neben der Hocke und neben. Python 2-5, wir haben einen Funkspruch Ah, okay. abgefangen. Drei von Ihrer Crew leben noch. Sie wurden gefangen genommen. Klingt, als werden sie an verschiedenen Orten festgehalten. Das Gebiet ist mit Außenposten und Flaks durchzogen, also ist Vorsicht geboten. Wenn wir mehr hören, geben wir es weiter. Viel Glück, Kumpel! Okay, Herausforderung. Deine Hauptmission besteht darin, den Abhörpunkt zu erreichen. Wenn du Kriegsgefangene befreist, Flak zerstörst, NVA, nordvietnamesische Armee wahrscheinlich, Camps sicherst und diverse andere Herausforderungen meistert, erleichterst du deinen Truppen die Arbeit. Sieh dir die Herausforderungsseite im Menü an, um deinen Fortschritt bei den Herausforderungen zu verfolgen. Dann sehen wir uns mal die Herausforderungen im Menü an. Da. Ja, das geht sogar so. Also hier gesammelte Feuerzeuge, das werde ich nun nicht machen. Das wird wieder ein kleiner Scheiß sein. Die Ubisoft vor mir eben. So, und dann gehen wir hier mal weiter. Hier sind irgendwelche Tiere. Können wir. Also, wollen natürlich nur Tiere töten, um. Probieren das jetzt einfach mal. Oh, geil. Toll. Also eigentlich müsste ich ja hier das. Dieses Markieren alles eingeschaltet haben. Also ich habe ja rechts diese, dank meiner sneaky Arbeitsweise, haben wir ja diese ganzen Vorteile angeschalten quasi. Und haben dadurch natürlich, wie wir das ja in der Folge 1 gelesen haben, entsprechende Vorteile. Ziegen zu markieren, unter anderem von. Ist das das Schwein, was ich angeschossen habe? Müsste doch jetzt mit dem zweiten Pfeil tot sein, dass ich mir meine Pfeile wiederholen kann. Yep, das war es. Jetzt wollen wir doch mal gucken, was wir daraus machen können und was es gibt. Plündern? Köder! Bei der Jagd kannst du Köder sammeln, rüste Köder über das Waffenrad aus, drücke R1, um sie zu werfen. Damit wird ein Raubtier angelockt, das die nächste Beute angreift. Okay, das ist ähnlich wie mit den Tieren in Far Cry 5. Oh, ey. Kann diese Kackziege nicht einfach zusammenbrechen? Jetzt rennt die da bis da hoch, ey, ich fass es nicht. Haben wir denn jetzt hier eigentlich irgendwas gesehen? Nee. Ja, das. Ich immer wieder die falschen Knöpfe drücke. Okay, hier ist das Logbuch. Ah, jetzt können wir hier entsprechend. Okay. Das sind hier die Herausforderungen. Helfer aus. Oh, gibt's auch Helfer. Okay, also ich müsste halt erstmal einen befreien, damit ich einen Helfer habe. So, was haben wir denn hier alles bei? Spezialmunition und Online. Online haben wir nicht. Wir wollen zur Karte. Aber wie kann ich denn jetzt? Ah, okay. Indem ich einfach zoome oder reinzoome, kann ich diese Dings ausschalten.
Oh, was ist denn die dämliche Ziege jetzt so? Ein Erste-Hilfe-Set. Als ich vorhin gestorben bin, wurde das eingeblendet, wie es einsetzt. Ich weiß das leider nicht mehr, aber das wird wahrscheinlich ähnlich dem sein von Far Cry 5. Ich höre Gegner. Eigentlich suche ich diese fucking Ziege. Aber, oder? Yo. Setzt uns zu sehr zu. Die Jets halten sich zurück, dass die Kanone erledigt ist. Flakgebiet. In Gebieten mit aktiven Flaks sind Luftangriffe nicht möglich. Zerstöre die Flak mit Sprengstoff, um Luftangriffe in dieser Region zu ermöglichen. Jede abgeschlossene Mission bringt einen Luftangriff, den du anfeuern kannst. 3 für einen Flak. Du kannst nur 5 in Reserve haben, also zögere nicht. Bin ich halt anfällig für alles. Ich musste gerade niesen, deswegen mache ich dann halt immer das Mikro aus. Und ihr hört mich da nicht mehr. Ich bin aber noch da, bloß ich will halt nicht ins Mikro niesen. Das macht halt wenig Sinn. So. Wo ist denn diese vermaledeite Ziege? Bist du die Ziege, die ich suche? Wenn ich jetzt noch ein Fallback, aber wir hoffen einfach mal. Oh. Okay. Wir tragen jetzt also irgendwelche Ziegen, meine Pfeile umher. Die steht immerhin da unten. Stirb! Okay, dann wird die andere Ziege wahrscheinlich auch irgendwo tot noch rumliegen. Wird die denn markiert auf der Karte vielleicht? Nö. Naja, gehen wir erstmal weiter. Die Karte ist übrigens sehr schön, muss ich sagen. Gehen wir jetzt hier runter. Ja, würde ich sagen. So, ich sehe da unten ein Haus. Propagandalautsprecher. Im Dschungel befinden sich versteckte Propagandalautsprecher. Zerstöre sie, um deinem Land im Krieg zu helfen, feindliche Truppen in der Nähe zu demoralisieren. Also, würde bei euch die Moral steigen, wenn ihr neben dem Lautsprecher steht? Weil bei mir eher nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass hier jetzt irgendwo einer ist. Sonst hätte mir das ja jetzt nicht angezeigt. Aber ich sehe ein Schwein. Und da ich ein Schwein sehe, würde ich wahrscheinlich auch Gegner sehen. Also ja, ich höre diesen Lautsprecher. Warum lägst du das zu? Du bist hier im Dschungel, leidest, siehst deine Freundin beim Sterben zu. Wofür? Jetzt mussten sie tatsächlich. Die reichen Jungs vor ihre Pflicht. Genießen das Leben. War hier gerade einer? Aber du bist hier. Geh nach Hause. Lebe in Frieden. Also hier ist dieser Lautsprecher. Aber sie mussten halt. Hörst du das, Amerikaner? So klingt Oh. der Druck. Der Dschungel ist nicht dein Freund. Er wird dich erwürgen. Wie kann ich Deine das Leiche denn? kehrt nie nach Hause zurück. Warum lägst du das zu? Du bist hier im Dschungel. Leidest. Boah, das ist ja Siehst nervig. deinen Freunden beim Sterben zu. Wofür? Zu Hause drücken sich die reichen Jungs vor ihre Pflicht. Genießen das Leben. Ja. Okay, man muss halt einfach die AK nehmen. Da mussten wir jetzt eine klischeehafte Dame nehmen, die halt.
so spricht, halt mit diesem Dialekt oder Akzent. Ach. Mensch, Kinder ist. Also da hätte man halt auch einfach die Originalsprache nehmen können. Hätte es untertitelt und gut wäre gewesen, dann hätte man nicht so diesen Quark machen müssen. Also das ist. Mann, Ubisoft. Ich musste auch kurz schmunzeln, dass natürlich dieses Spiel in Shanghai, also dass das Team, das das Spiel gemacht hat, von Ubisoft Shanghai ist. Fand ich irgendwie witzig. Und wann wird eigentlich hin? Kann ich hier Wegpunkte setzen? Ja, kann ich. Gut, dann gehen wir mal zu diesem Wegpunkt hin. Das sieht nämlich aus, als ob da. Sieht nämlich schon mitgefangen. Halte, um zu verfolgen. Dann pirschen wir uns da mal hin, würde ich sagen. Begib dich zu der Position und untersuche den Ort. Okay. Kann man hier. Nö. Sind wir in der Hocke? Ja, sind wir. Also grafisch sieht es, ja, sieht gut aus. Also hat schon was von Dschungel. Klar, es ist halt die Engine von Far Cry 5. Ich fand's, ja, es sah schon gut aus, aber Ubisoft kann das grundsätzlich besser. Guck mal, jetzt kann ich den da hinten nicht so markieren. Ich sehe ihn so. Ich brauche halt dieses. Oh. Das nervt halt ein bisschen. Jetzt ziehe ich hier halt einfach nur hin und her, um zu gucken, ob hier vielleicht noch irgendwo. Upala. Einer ist. Befreie südvietnamesische Gefangene. Südvietnamesische Kriegsgefangene werden an verschiedenen Orten der Region festgehalten. Wenn du es schaffst, sie zu befreien, teilen sie dir vielleicht Informationen über die Umgebung mit. Mit dir, so rum. Ja, wäre ja jetzt ein Witz, wenn nicht, wa? Aber wir helfen ihm natürlich, wir probieren das natürlich wieder sneaky zu machen. Wir können ja mal einmal unseren Punkt hier wegnehmen, damit der da nicht so nämlich rum eiert. Also hier gibt's halt wieder, also das ist halt wieder typisch Ubisoft. So, wir machen mal das Fernglas, ob wir hier noch irgendwie markieren können. Ach Gott, ich immer wieder. Ich immer wieder Kreis drücken will, um vom Fernglas wegzukommen und dabei dann aufstehe. So, probieren wir unser Glück, wa? Hat funktioniert. Gehen wir hier einen klitzekleinen Umweg. Das war sogar ein Mädel. Okay, ich habe mich das erstmal offensichtlich tatsächlich nur einfach dumm angestellt. So, wie wähle mal die Wurfmesser aus. Was habe ich denn hier noch? Okay. Wir müssen gucken, ob das tötet. Es tötet. Aber hinten gab es doch noch Wurfmesser, ne? Also ich mache halt alles Geräusche, man guckt halt und macht. Ja, ich befreie dich gleich. Ah ja. Amerikanischer Held ist da. Aber echt so eine klischeebeladene Geschichte. Ja, mein Gott. Ich bin schon dabei, mein Freund. Das ist verdammt. Python 2.5. Ein Gefangener wurde befreit. Sie schlagen sich super. Hier steht ein schneller und vollbeladener Flieger bereit. Schalten Sie die Flak aus, dann ist der Weg für ihn frei. Wieso sah jetzt eigentlich der südvietnamesische Kumpeltyp, den ich hier gerade befreit habe, nicht aus wie
Was ist das? Was ist das? Nicht aus wie ein Südvietnameser aussieht, sondern wie ein Amerikaner. Das müsste mir mal einer erklären. So, hier ist noch was Neues. Bunker auf der Plantage und hier ist die Flag. Ja. Gibt's hier nicht mal eine Dings? Was ist das hier? Kommandant oder was? Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zur Flak. Dann haben wir nämlich die Luftunterstützung und können die dann entsprechend einsetzen. Ah, da steht sogar ein Sprengpass. Rotpass. Jetzt habe ich auf mein Mikro gefasst, weil ich... mir ist das beim Koop-Spielen schon ein paar Mal passiert, dass ich das Mikro ausgemacht habe, um zu husten, zu niesen, was zu trinken, wie auch immer. Und es dann nicht wieder angemacht habe. Und das wollte ich jetzt natürlich vermeiden, dass ich hier 10 Minuten lang rumlaufe. Und ihr hört nicht mal was. Das wäre natürlich Katastrophe für ein Let's Play. Deswegen musste ich gerade mal ganz kurz das Mikro anfassen, um zu schauen, ob das Mikro noch da ist, wo es sein soll. Hier liegt noch einer. Achso, wir können ja mal sagen. Die Sneaky Position. Das kann mir da jetzt keiner erzählen, dass. Naja. Ja, ein Südvietnameser. Nein, die dumme Ziege bleibt da, wo sie ist. Ja, ja. Warum klingt die Ziege wie eine große Kuh? Was ist denn eine Kuh? Das ist gar keine Ziege. Oder? Was bist du denn? Du bist tatsächlich eine Kuh. Okay. Also man hört die ja schon hier. Ah. Also dieses Markieren ist echt praktisch. Also ich finde halt, ja, ist halt übertrieben. Aber es ist praktisch. Was soll man sagen? Ist das schon die Flak? Ne, kann gar nicht sein. Naja, weiter geht's. Wir gucken mal. Was wir mir vorhin, als wir das erste, oder was heißt vorhin, in der ersten Folge, als wir das Camp ausgestattet haben, da haben die mich teilweise über 30, 40, 50 Meter ohne Probleme gesehen. Also hier gibt es ein Feuerzeug, wie es aussieht. Aber als ich direkt vor ihnen stand, nicht mehr. Was natürlich auch unsinnig ist. Kommen die jetzt her? Ja. Feuerzeuge. Du findest Feuerzeuge bei den Leichen abgeschossener amerikanischer Piloten. Du suchst am Boden nach Fallschirmen. Die Leichen können dann nicht weit entfernt sein. Sammle die Feuerzeuge der Feinde und bring sie mit nach Hause. Die große Frage ist halt immer, wenn man hier rumballert, inwiefern wird man hier gesehen? Wo ist er denn? Hä? Ja, das meinte ich. Also, ihr wollt mich doch verarschen, oder was? Werde ich hier gleich mit der Flak beschossen? Oh, wer beschießt mich denn jetzt hier? Ja, nix mit Sneaky, ne? Also, ja. Wer beschießt mich denn hier? Wo ist denn der? Da.
Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wo kamen die her? Und wie weit waren die weg? Also das wäre jetzt halt eine interessante Information. Es gibt da jetzt auch keine Minimap, ne? Wie bei Far Cry 5, wo man halt sieht, wo die Leichen der... Da. Dynamit, okay. Also es sah ja aus, als ob die da von ewig weit her kamen, um zu gucken, was hier los ist. Und das finde ich ja dann schon wieder ein bisschen dämlich. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier den Herrn Piloten finden. Also hier ist ein falscher. Abgestürzte Pilot, plündern können wir nicht. Ah, okay. Was ist das denn jetzt, bitteschön? Kann ich mal mit Fernglas hingucken, aber er ist markiert. Er wird mich doch vereimern, oder was? Woran ist eigentlich dieser Pilot gestorben? Also er sieht halt noch relativ zusammengebaut aus. Hm. Auf jeden Fall haben wir ein Fahrzeug gefunden. Ein Sammelgegenstand. Also es klingt, als käme es von da oben. Dann gehen wir doch mal gucken. Ist ja die Frage, hatte ich nicht gerade eben schon 3 Lufteinsätze? Verliert man die wieder? Ich finde das Spiel jetzt schon ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Tja. Also ich höre sie quatschen, ja. Also diese schrägen hier, diese Berghänge, das ist halt auch schon nervig. Weil man halt nichts sieht. Ich denke, fliegen hier eine Flugzeug. Oh. Hier konnte ich irgendwas nehmen. Pflanzen. Wenn du 3 Pflanzen einsammelst, wird automatisch eine erste Hilfe-Set hergestellt. Gut. Das ist halt auch wieder so Videospiellogik. Ich sammle einfach 3 Pflanzen und habe ein erste Hilfe-Set. Also ja, grundsätzlich nehme ich das so hin. Oder da drüben scheint auch irgendwas zu sein. Aber es macht halt schon wenig Sinn. Also wenn es wenigstens irgendwas wäre, also sowas wie Beeren, die man essen kann. Aber ein Erste-Hilfe-Set ist halt schon, naja. Besser mit Verband, den ich mir aus Pflanzenfasern herstelle. Aber ist halt Videospiellogik. Ich höre sie wieder. Aber wir markieren ja nicht mehr automatisch, bis wir einen Sneaky, einen heimlichen Tod gemacht haben. Eine Schleichenattacke, je nachdem wie man das halt nennen will, welches Spiel man spielt. Also ich finde halt auch ein bisschen die Musik nervig, ne? Also... Ja, es passt zum Dings. Eine Pflanze, die ich sammeln kann. Nein. Aber dadurch, dass man keine Minimap hat, kann man hier vielleicht eine Minimap einstellen? Optionen. Gameplay. Ach ja, ich spiele das hier mit alles anders. Ich habe halt nichts umgestellt oder so.
Ja, ich habe sogar HDR. Nur mal so, aber das seht ihr leider nicht. Das läuft, glaube ich, sogar in 4K. Aber da ja die PlayStation, ja, läuft das. 2160, also hochgerechnet ist 4K wahrscheinlich, also nicht reines. Voreinstellung, alles an. Ja. Naja. Keine Minimap, geht auch so. Ihr seht das natürlich bloß in 1080p. Weil natürlich die PlayStation das nicht anders aufnimmt. Ich weiß nicht mal, ob es 60 Frames sind. Also die ihr seht, ne, wahrscheinlich eher nicht, wenn ich keine habe. Werdet ihr sicherlich auch keine haben, aber ja, ihr könnt ja auch andere Let's Plays gucken. Ich glaube, die Let's Plays, ach ne, es wird zumindest angeboten, die Let's Plays von der Switch, die ich gemacht habe, Moonlight und Dead Cells, die sollten mit 1080p und 60 Frames laufen. Also allem voran Moonlighter, bei Dings bin ich mir nicht sicher, bei Dead Cells. Könnt ihr gerne gucken. Ja, es ist aufpoppt, weil man dieses Ding entdeckt, ey. Zerstöre die Flak. Habe ich vor. Das Problem ist, sie könnten ja noch Gegner stellen. Ha, anscheinend nicht. Oh, Büsche. Da. Toll. Dieser Busch ist natürlich so gesetzt, damit man hier. Wo war die denn? Die markieren. Wie ihr gemerkt habt, wollte ich wieder aus dem Fernglas gehen. Mit Kreis. Hey, wo sind die denn? Ah, hier gerade eben noch. Das ist einer. Warum kann ich den nicht markieren? So, eins. Ich hoffe, ich bin auch hier ungesehen. Also die Folge ist jetzt eigentlich gleich vorbei, aber wir machen natürlich noch das Flakgeschütz. Wo wir einmal hier sind. Also ja, ich höre hier noch welche. Ja, das ist sehr schön, dass du mir das nochmal anzeigst. Wir probieren den hier mal auszuschalten. Kommt jetzt hergelaufen? Das ist ein sneaky Punkt wieder. So. Okay, ich kann also. Geil.
Sagst nichts zu meinen Schießkünsten. Na, oh Gott, ey. Den ersten gegen einen fucking Stein geschossen. Wo ist der dritte hier? Tja, dann würde ich sagen, zerstören wir mal die erste Flak hier, ne? Ich glaube, so richtig viel gibt es hier sonst anderes nicht mehr zu suchen. So, wie mache ich das jetzt am schönsten? Wir haben doch hier. Panzer und Sprengstoff. Das klingt gut. Diese Flak ist erledigt und platt gemacht. Yay! Damit haben wir auch schweres Geschütz abgeschlossen. Gute Arbeit. Ein Schwarm Navy-Jäger ist unterwegs, wenn Sie welche brauchen. Jetzt, wo Sie die Flak ausgeschaltet haben, können uns die Aufklärungsflüge wieder aktuelle Daten liefern. So, also jetzt habe ich durch diesen Aufklärungsflug das bekommen, was ich schon habe. Okay, danke. Hier oben ist noch ein Feuerzeug, ein Gefangenenlager und irgendwas anderes. Hier war der abgestürzte Pilot und ich vermute. Ach nee, das ist das Lager aus dem Fluss. Ist hier nochmal ein Bauerndorf. Achso, der andere Pilot wird hier oben dann sein, wenn hier das Feuerzeug ist. Würde ich mal so behaupten. Aber, jetzt würde ich doch einmal. Haben wir hier noch. Können wir jetzt irgendwas Neues machen? Ich hatte jetzt gedacht, die Aufklärungsflüge könnten halt irgendwas machen. Na gut, wir belassen das erstmal dabei. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir wieder Vietnamesen durch den Dschungel jagen. Und probieren natürlich, wir jagen sie nicht dem Grunde nach, sondern wir jagen sie, weil sie uns selber beschießen. Wir wollen natürlich bloß zu unserer Abholstelle und nebenbei noch so 5 Lager machen und Piloten finden. Ubisoft eben. Na dann, ich bedanke mich, wie gesagt. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.